So Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun. Ja, wir sind in der Höhle von Altmiller und befinden uns hier vor einer mysteriösen Gestalt, die da auf dem Boden liegt. Wer kann das nun sein? Ihr könnt ihr mich sehen? Da ist jemand. Umhüllt von synergetischem Licht. Wer kann das sein? Ihr wisst über Synergie Bescheid und ihr könnt mich sehen? Kommen Sie schon, verstecken Sie sich nicht, zeigen Sie sich. Selbst wenn ich das wollte, wie ihr sehen könnt, kann ich mich nicht rühren. Was meinen Sie mit wie ihr sehen könnt? Die sind unsichtbar. Oh genau, stimmt ja. Sie sagten, Sie können sich nicht rühren. Was ist geschehen? Ja. Mir ist mein Trank ausgegangen und ich bin hier zusammengebrochen. Trank? Was genau soll das für ein Trank sein? Ihr würdet es nicht einmal ansatzweise verstehen. Wenn ich es euch erklären würde. Sie scheinen große Schmerzen zu erleiden. Hängt denn ihr Leben von diesem Trank ab? So ist es. Würdet ihr mir einen Gefallen tun? Einen Gefallen? Welchen? Ich möchte gerne, dass ihr meinen Trank für mich holt. Holen? Wo ist der? Tief in dieser Höhle. Ist da eine Apotheke? Dum, badadum. Was sind wir doch heute wieder witzig. Ich werde euch erklären müssen, wie ihr ihn finden könnt. Könnt ihr das für mich erledigen? Denk schon. Machst du Witze, Isaac? Wir wissen nicht mal, wie der Kerl aussieht. Er sagte, er könne sich nicht bewegen, selbst wenn er es wollte. Jemand befindet sich in Not. Es ist doch ganz klar, dass man ihm helfen will. Ich stimme Ivan zu. Wer immer er auch sein mag, er braucht Hilfe. Fein, okay. Wir sollten Menschen in Not helfen. Ist es besser? Werdet ihr ihn für mich holen? Was müssen wir tun, um an den Trank zu kommen? Zuerst müsst ihr ins Herz der Höhle vordringen. Ihr werdet 5 Felsen finden, die aus dem Boden herausragen. Dreht die Felsen auf der linken und der rechten Seite. Wenn ihr die Felsen in der richtigen Reihenfolge dreht, erscheinen 5 bunte Lichter. Bunte Lichter? Das klingt ja schwachsinnig. Ist aber so. Lichter werden an der Wand erscheinen. Einfach so, weil sie es können. Es werden 5 Farben sein. Blau, grün, weiß, gelb und rot. Dreht die 5 Felsen passend zu der Farbe des obersten Lichtes. Alles klar. Wir drehen die Felsen, die zu der Farbe des Lichts passen. Das blaue Licht passt zum Felsen ganz links. Die passenden Farben zu den anderen Felsen sind von links nach rechts grün, weiß, gelb und rot. Wenn ihr das Licht seht, dreht den entsprechenden Felsen. Also sind die Farben von links nach rechts blau, grün, weiß, gelb und rot. Also blau, grün, weiß, gelb und rot. Blau, grün, weiß, gelb, rot. Okay. Genau, wenn ihr das richtig hinkriegt, wird sich eine versteckte Tür öffnen. Einfach mal so. Eine Tür? In den tiefsten Tiefen einer Höhle? Wer hat sie da eingebaut? Eine alte Zivilisation, schon längst entschwunden. Oh, bitte beeilt euch. Er scheint wirklich große Schmerzen zu haben. Wir sollten diese Höhle besser schnell finden, Isaac. So, dann werden wir uns mal in die Höhle aufmachen. Oder wir sollten erstmal warten. Der Trank steht auf einem Tisch hinter der Tür. Okay. So, damit unser erster Kampf seit langer Zeit. Epizentrum, Flammenwand, Sturmblitz und ja, Tundra. Oh, die Gegner halten ganz schön viel aus.
Okay. Tongargoyle. Okay, er macht 43 Schaden. Ist eigentlich noch halbwegs zu verkraften. Ich denke mal, wenn wir normal angreifen dürfte es eigentlich passen. Ja. Super. Okay. So. Hier ist alles dunkel. Wir haben nur an den Wänden ein paar Kerzen hängen, die uns den Weg weisen. Und hier unten ist schon mal eine Kiste. Das ist doch schon mal was Positives. Erdbeben. Moment, wieso mache ich Erdbeben? Ich kann doch eigentlich auch mal Ragnarök machen, auf den Tongargoyle beispielsweise. Und einen Hitzesturm. Wir können auch mal Plasma machen. Und Heilung brauchen wir jetzt eigentlich noch nicht. Da können wir erstmal noch Eishorn draufhauen. Plasma! Und Ragnarök. Das ist eigentlich sehr effektiv, ich weiß es nicht. Ja, sehr effektiv, sehr gut. Das war die richtige Wahl auf jeden Fall. So, Hitzesturm. 75 Schaden. Jetzt würde ich sagen, reicht es eigentlich, wenn wir normal angreifen. Lebensengel und das war's für den Golem. Und Level Up. So, was befindet sich in der Kiste? Ein kleines Fläschchen. Füllt 500 HP auf. Brauchen wir eigentlich nicht unbedingt, weil Mia hat ihre Wunschquelle. Und das ist, denke ich, mal genug. So, wo müssen wir jetzt hin? Hier kamen wir her. Wir müssen also nach unten und da mal schauen, was uns da erwartet. Lustigerweise kann man den ganzen Raum kurzzeitig sehen, kurz bevor ein Kampf anfängt. Da wird nämlich sozusagen das ganze Bild für einen kurzen Moment aufgehellt. Müssen wir mal drauf achten. Das ist recht lustig. So, und Hitzesturm, das war's für dich. So. Gut, hier geht's nicht weiter. Und ich finde die Musik wahnsinnig cool. Und habt ihr es gesehen? Man hat den ganzen Raum gesehen. Oder jedenfalls den Abschnitt, der im Bild ist. Und Assassin-Klinge hat wieder mal zugeschlagen. Damit Insta-Kill. Wir müssen echt mal gründlich suchen, nicht dass wir irgendwas übersehen. So, Lebensengel. Komm schon, also Assassin-Klinge nochmal bitte. Ach, schade. Aber Garens Vulkanaxt geht natürlich auch. So, wir müssen nach unten. Tiefer in die Höhle. Und hier ist alles hell. Und es sieht wieder mal nach einem Rätsel aus. Ja, es sieht nach einem Rätsel aus. So, Epizentrum. Ich glaube, mit Garen greife ich normal an, weil die Monster hier, also diese zwei Höllenhunde, vom Element Feuer sind. Das heißt, am meisten Schaden wird sicherlich Mia machen. Mit ihrem Eishorn. Genau. Ah, okay. Ein bisschen Schaden machen sie schon. Ah, ausgewischen. Okay, das war's aber für dich. Ich mach mal eine... Ach, sie hat noch gar keine Wunschquelle. Okay. Na, Wunsch macht's auch erstmal für den Anfang. So, oh, ein Djinn. Gut, da müssen wir erstmal schauen, wie wir an den Djinn kommen. Lass mich mal kurz überlegen. Wir müssen das Teil irgendwie runterschieben. Gut, lass mich kurz überlegen. Wie machen wir das jetzt? Von der Seite komme ich schon mal nicht ran, das ist klar. Ich muss also das nach oben schieben. Gibt keine andere Möglichkeit. Okay. Komme ich hier lang? Ah, hier komme ich lang. Guck mal. Okay. Ich muss hier außen auf jeden Fall rankommen.
Ich glaube, ich setze mal Frost ein. Hä? What the fuck? Was war das gerade für ein Bug? Na also. So, und dann das runterschieben, damit es blockiert wird. Dann hier lang. Das schon mal runterschieben. Das rüber. Und von oben das runter. Und dann kommen wir schon mal zum Djinn. Ich speichere mal vorher, weil, wie ihr wisst, die Djinns sind nicht immer ganz so nett, wie sie scheinen. So, Ragnarök, das ist nämlich sehr effektiv auf Jupiter-Djinns. So, dann Vulkan. Smog. Und Mia kann Eishorn machen oder sowas. Getäuscht. Ragnarök. Ah. So cool, die Attacke. Sturmblitz, okay. Das geht eigentlich vom Schaden her, muss ich sagen. Und Vulkan. Bam. So. Noch eine Runde Ragnarök. Dann kann er Fieber machen, Sturmblitz und wieder Eishorn. Der Djinn darf nur nicht fliehen. Das wäre nicht so toll, muss ich ehrlich sagen. Aber wir haben ihn schon. Und damit ist ein weiterer Jupiter-Djinn in unseren Reihen. Wunderbar. Und zwar der Jupiter-Djinn Mistral. So. Den bekommt natürlich Ivan. Und auch gleich verbünden. Damit fehlen uns nur noch, also damit wir von jedem 6 haben, ein Mars und ein Merkur-Djinn. So. Okay, das hätten wir. Dann geht's weiter. Über diesen Baumstamm. So, wo müssen wir jetzt hin? Wo müssen wir jetzt hin? Da ist auf jeden Fall eine Kiste. Da komme ich auch ran, das ist sehr gut. Oh nein, wir wurden überrascht. Gestank des Verfalls senkt unseren Angriff. Wieso mache ich immer Flammensturm? Ich kann auch Hitzesturm machen, das ist doch viel besser. Tornado und Eishorn. Okay. Epizentrum. Okay. So, dann, was haben wir in der Kiste? Ah, ein Keks. Hm, om nom nom. Wen geben wir den Keks? Der gibt, beziehungsweise erhöht unser PP-Maximum. Und wenn es um PP geht, würde ich schon sagen, die Heilerin. Weil mehr PP sind gleich mehr PP sind gleich mehr PP. Na? So logisch. Und eine Heilerin braucht nun mal PP. Ganz klar. So, oh Gott. Schon wieder überrascht. Oh nein. Stalagmit. So. Mia kann jetzt mal einen Wunsch machen. Damit sind wir jetzt fast alle wieder voll geheilt. Und so viel Schaden, muss ich sagen, machen die Gegner nicht. Oh nein, Gewalt. Einfach mal Gewalt einsetzen. Sehr gut. Das hilft. Oder so. Ich setze Gewalt ein, weil ich's kann. Kam ich daher? Oh Gott, ich weiß es nicht. Oh Mann. So, ich versuche auf jeden Fall erstmal die Kämpfe hier, die hier drin sind, mitzunehmen. Weil die XP können wir gut gebrauchen. Doppelzahn. Okay. Oh, und ich sehe gerade, so viel PP haben Isaac und Mia nicht mehr.
Aber ich dürfte, glaube ich, auch noch ein paar Synergiekristalle dabei haben. Zwei, drei, ja, drei Stück, das ist eigentlich ganz okay. Da können wir schon noch ein paar mal Synergie einsetzen. Die Frage ist jetzt, wo ich jetzt genau hin muss. So, den machen wir mit normalen Angriffen. Gefrierbrand. Yay. Ich glaube, ich muss hier lang. Und hier ist auch nichts mehr. Aber ich finde die Musik so episch, einfach nur. So großartig. So, wieder zwei von denen. Da setzen wir wieder ein bisschen Synergie ein. Tornado und nochmal Eishorn. Mia verliert natürlich ein bisschen mehr PP, weil sie einmal heilen muss und einmal auch angreifen. Todesruf. Okay. Das macht nur bewegungsunfähig. Okay. So, dann mir... Upsala. Wunsch. Und geben wir ihr gleich mal ein Synergiekristall. Die Dinger habe ich am Ende sowieso über. Von daher kann ich die ruhig benutzen. Ist kein Problem. So, was muss ich jetzt hier machen? Ich habe jetzt erstmal... Boah. Da möchten wir mal fliehen, ne? Und darf nicht, weil... Baum. Mensch. Lass mich fliehen. Luiz. Ich habe nicht ewig Zeit. So. Was muss ich hier machen? Ich muss da lang. Und wenn die Gegner mal nicht nerven würden, könnte ich mir das Ganze auch mal ein bisschen besser angucken. Ja, das wäre gut. Was ist, wenn ich da jetzt hochgehe? Was ist da oben? Sehr mysteriös. Du stirbst. Weil du mir auf die Nerven gehst. Und zwar gewaltig. Ah, hier kann man runterfallen. Okay. Und was bringt dann bitte? Mhm. Hä? Moment. Was hat das für einen Sinn? Die Dinger zu verschieben. Hm. Okay. Nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Okay, es ist also der Raum mit den Felsen. Hier müssen wir, glaube ich, Enthüllung einsetzen. Funktioniert das jetzt nochmal? Nee, das war falsch. Wie ging das jetzt nochmal? Genau. Ich glaube, der zweite war... Moment, ich schläg das mal kurz auf. Ja. Nee. Was? Wie ging das nochmal? Habe ich die falsche Reihenfolge gehabt jetzt? Ah ja, stimmt. Ich sollte ja mit den Äußeren erst anfangen, ne? Genau. So ging das. Jetzt muss ich, glaube ich, deaktivieren. Genau, die angezeigt werden. So ging das. Grün. Oh nein, hier. Yay. Ah, schon geschafft. Das war's schon.
Wunderbar. So, dann schreiten wir mal hier rein. Und bekommen den Mystiktrank. So, und was es mit diesem Mystiktrank auf sich hat, das würde ich sagen, werden wir in der nächsten Folge von Let's Play Golden Sun erfahren. Und ja, geben dieser mysteriösen Person mal den Trank. Mal schauen. Bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns. Macht's gut.